diagonal. Dass Träume und Film viel verbindet, zeigt Theresa Schwind mit Unterstützung von Christoph Huber, Kurator am Österreichischen Filmmuseum. Was die Leute im Kino suchen, sagte mein Freund, mit dem ich auf dieses Thema kam, was all die arbeitenden Leute im Kino suchen, ist der Ersatz für die Träume. Sie wollen ihre Fantasie mit Bildern füllen, starken Bildern, in denen sich Lebensessenz zusammenfasst, die gleichsam aus dem Inneren des Schauenden gebildet sind und ihm an die Nieren gehen. Denn solche Bilder bleibt ihnen das Leben schuldig. Mit diesem Zitat machte sich der österreichische Dichter Hugo von Hofmannsthal im Jahr 1921 Gedanken über das Kino. Hollywood mit seinem perfekt durchdesigntem Studiosystem gilt als die Traumfabrik für die Kinos der westlichen Welt. Geträumt wird vom amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber das sei nur eine Seite der Medaille, sagt Christoph Huber, der Kurator des Österreichischen Filmmuseums und Gesprächspartner von Theresa Schwind. Die andere Seite wären eher die Albträume, die auch von Anfang an da sind. Also wenn man sich die allerfrühesten Filme anschaut, die jetzt noch von Lumière oder eben von Georges Méliès. Von dem ist ein Film bereits im Jahr 1896, Der Nachtmahr. Da sieht man einfach einen Schlafenden, den dann halt verschiedene Dinge, also durch Trickeffekte erscheinen. Ein Clown, der ihn nervt und ein riesiges Gesicht und so weiter und am Schluss war alles nur ein Traum. Wenn du im Kinosaal bist, setzt sich den Film aus und der macht etwas mit dir eigentlich. Also das ist auch ein bisschen so, wie man schon diese Traumerfahrung hat. Man erlebt was, was man jetzt vielleicht gar nicht so richtig steuern kann. Und das kann was Glückvolles sein, aber natürlich auch was sehr Beängstigendes. Und ein anderes Element, das, glaube ich, sehr stark also mit hineinspielt, dass man Kino und Traum von Anfang an verglichen hat, ist natürlich, dass zwei Dinge relativ gleichzeitig in die Welt kommen. Also das Kino wird quasi Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich etabliert in der Form, wie wir es kennen. Anfang noch sehr rudimentär, aber trotzdem. Und ein paar Jahre später schreibt Freud letztlich also seine Texte zur Psychoanalyse. Er prägt das Wort. Das Kino ist auch dann immer wieder fasziniert natürlich von der Idee der Psychoanalyse. Also da gibt es eine ganze Reihe von Filmen. Der erste und prägende davon, für den wollte man auch Freud holen, der heißt Geheimnisse einer Seele, ist von 1926. Der Regisseur ist G.W. Pabst, ein österreichstämmiger Regisseur und einer der ganz großen des Stummfilms, also der im deutschsprachigen Kino in der Weimarer Zeit einige der ganz wichtigen Filme gedreht hat, wie Die Büchse der Pandora, also der hat auch Louis Brooks berühmt gemacht in diesen Jahren. Da wollte man dann Freud holen, Freud hat das abgelehnt, es wurden aber mehrere seiner engsten Mitarbeiter gewonnen, weil die wiederum gesagt haben, na Moment, also das ist jetzt auch ein Potenzial, bevor wir die jetzt irgendwas machen lassen im Kino und die Psychoanalyse total blöd darstellen, ist es doch besser, wir machen mit. Dieser Film ist quasi die Geschichte eines Mannes, der eben ein Trauma hat, das durch Psychoanalyse geheilt wird. Es beginnt damit, dass er seiner Frau mit dem Rasiermesser gerade so eine widerstrebende Locke beim Nacken wegschneiden will und im selben Moment kommt jemand und schreit Mord, Mord, weil nebenan in der Nachbarschaft ein Mord geschieht und er verletzt, weil er sich erschreckt, ganz leicht seine Frau. Und da passieren noch ein paar Dinge und er entwickelt eine Aversion, er kann keine Messer mehr in die Hand nehmen. Er hat Albträume, dass er mit diesem Messer seine Frau töten will. Der Mann ist ein bisschen ratlos zunächst und lernt dann zufällig einen Psychotherapeuten kennen, bei dem er eben dann Sitzungen macht und der dann so schrittweise quasi aufblättert, was diese Traumata sind, die bis in die Kindheit zurückreichen. Also es hat auch noch sehr Modellhaftes natürlich, aber Schritt für Schritt quasi aufarbeitet, wo liegen die Probleme und letztlich wird er durch Psychoanalyse geheilt, dieser Mann. Also das ist die Geschichte dieses Films. Ein ganz wichtiger anderer Zugang sozusagen war, was die Surrealisten dann gesagt haben. Also die haben nicht gesagt, wir machen jetzt wirklich ernst mit dem Film als Traum. Also der soll doch als Medium, als künstlerisches Medium eben nicht diesen faden Regeln der Wirklichkeit folgen. Wir wollen keine realistischen Filme machen, wir wollen surrealistische Filme machen, die sich über das hinwegsetzen.
der berühmteste Film in diese Richtung ist natürlich von Luis Buñuel gemeinsam mit Salvador Dali entworfen, Ein andalusischer Hund von 1929, einer der wichtigsten Filme des Kinos aus vielerlei Gründen. Die Basis für den Film waren zwei Träume, die sie sich gegenseitig erzählt haben. Buñuel hatte den Traum, das ist auch die berühmte und nach wie vor schockierende Eröffnungsszene des Films, wo ein Mann mit einem Rasiermesser auf den Balkon tritt. Da sieht man dann Wolken am Mond vorbeiziehen, was natürlich schon das nächste Bild vorwegnimmt. Da sitzt eine Frau vor ihm und der schneidet der dann mit dem Rasiermesser das Auge durch. Wird natürlich durch einen Trick gelöst, dass man schneidet auf eine Nahaufnahme und das ist das Auge eines Kalbs. Es ist dieser Moment quasi, der auch völlig unerklärt bleibt, warum das passiert. Dann gibt es diese Frau und noch eine andere Figur, einen Mann, die durch eine ganze Reihe von Szenerien wandeln, innerhalb von so 15 bis 20 Minuten dauert dieser Film, deren Logik völlig unerklärt bleibt. Die eine Basis war dieser Traum, der, glaube ich, von Buñuel war. Und Dali hatte Buñuel gleichzeitig erzählt von einem Traum, den er wieder hat, von Ameisen, die aus einer Hand quellen. Das ist dann auch ein Bild, das in diesem Film mehrfach vorkommt. Und sie haben gesagt, ja, so muss man Filme machen. Also wir werden jetzt gemeinsam, haben eine Woche lang Drehbuch entwickelt und immer wieder gesagt, nee, also ist zu logisch oder sonst was, flog das raus. Alle diese Bilder mussten quasi in sich so stark genug und schlagend sein, dass es vom anderen akzeptiert wurde. Und so haben sie dann diesen Film zusammengesetzt, von dem Buñuel später auch gesagt hat. Also das Ziel war genau das. Der ist natürlich voller Symbole, aber jetzt keine klaren, leicht erklärbaren Symbole, sondern wahrscheinlich müsste man tatsächlich so für mehrere Jahre in Psychoanalyse gehen oder so. Und durch die Freudsche Methode des Unbewussten kann man dann aus diesen Symbolen vielleicht etwas herausziehen. Einer der Vorteile vom andalusischen Hund ist natürlich auch, er ist kurz, ja, weil wenn man sowas Traumartiges aneinander hängt, wenn das dann mit den kommerziellen Normen gepaart werden muss, ja, dann geht sich das halt nicht mehr so richtig aus, wenn man gleichzeitig Soap-Opera haben will und Hardcore-Surrealismus, sage ich so ein bisschen. Also es gibt so Fälle, wo diese Überschneidung ganz gut funktioniert. Eines der bekanntesten Beispiele sind die Filme Nightmare on Elm Street. Diesen Mörder, der in Träumen lebt, Freddy Krüger. Das Tolle natürlich an diesem Traumkonzept, und das hat sehr gut funktioniert in dieser Nightmare-Reihe, ist tatsächlich, dass der surreale Bogen da ganz gut aufbereitet war. Weil das funktioniert natürlich in manchen Szenen besser, in manchen schlechter, aber genau dieser Übergang, ist das noch die Wirklichkeit im Film oder ist das schon die Traumebene im Film, wo ich dann von Freddy Krüger eigentlich bedroht werden kann, im Gegensatz zur anderen Ebene. Also dieser fließende Übergang, der birgt ein Potenzial, das, glaube ich, auch mit ein Grund ist, warum diese Serie eine langlebige war, die auch eine relativ hohe Qualität halten konnte, weil die verschiedenen Teile, die konnten aus diesem Konzept mehr herausholen. Und tatsächlich finde ich, also der beste Teil dieser Reihe ist eigentlich der vierte Teil. Der von einem sehr guten Regisseur gemacht wurde, Rennie Harlin, der daraus wirklich einen fast 90-minütigen surrealen Trip machen kann. Das beginnt schon noch, in der ersten halben Stunde ist es ein bisschen normaler. Nobody lives here. Freddy taucht in diesen Träumen auf, aber dann erlaubt er sich die ersten Dinge, also er schickt die Leute ins Kino, die Leinwand geht auf, das wird zum Traum, da fallen die Figuren hinein, er entwirft ein ganzes System, wo das Kino als surreale Maschine sich selbst darstellt. Und der Höhepunkt ist vielleicht eine Sequenz, wo die Hauptträumerin versucht, ihre beste Freundin zu retten, weil sie weiß, die wird schon von Freddy Krüger bedroht und läuft zum Auto, wo ihr Freund schon wartet und sie fahren los und inzwischen kommt Freddy immer näher an die Freundin und tatsächlich beginnt diese Szene dreimal wieder von vorne und wieder von vorne, während sich Freddy Krüger immer weiter annähert, weil sie quasi in diesem Traumloop gefangen ist und erst beim dritten oder vierten Durchlauf merken sie, Moment, waren wir da nicht schon? He's going after Debbie, I gotta stop him. You know, I get the weirdest feeling, we've done this before. Also ein sehr eleganter Umgang, finde ich, mit dieser Wechselbeziehung von Traum und Film.
Ein Nightmare. Gesungen von Tuesday Night. Night geschrieben nicht wie die Nacht, sondern wie der Ritter auf Englisch. Vorgekommen sind beide, Song und Sängerin, in Nightmare on Elm Street, Teil 4.